Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute seht ihr wieder eine Folge vom Whisky Battle. Das Whisky Battle ist eine Rubrik innerhalb meiner Videos, in der ich Whiskys vergleiche, die auf dem Markt Konkurrenten darstellen, da das Alter, der Alkoholgehalt oder die Art der Fassreifung sehr vergleichbar sind. In der heutigen Folge des Whisky Battles treten gegeneinander an der Glenmorangie mit Cabernet Cask Finish und der Tamnavoulin Red Wine Edition. Ja, zwei Whiskys aus der Speyside, die ich heute hier habe, die in französischen Cabernet-Fässern nachgereift wurden, beziehungsweise anteilig bei den Fässern diese Komponente mit am Start haben. Der eine aus der Brennerei Glenmorangie, der ist tatsächlich ein klassisches Cabernet-Finish, bedeutet, er reifte zuerst in Ex-Bourbon-Fässern und wurde dann in diesen französischen Rotweinfässern nachgereift. Und der Tamnavoulin, ebenfalls aus der Speyside, ist eine Verheiratung von Ex-Bourbon-Fässern und eben diesen Cabernet-Sauvignon-Fässern. Ja, also Glenmorangie Finish, Tamnavoulin Verheiratung. Trotzdem sind sie sehr vergleichbar von der Papierform, beide 40 Volumenprozente. Beide gefärbt und kühl gefiltert und beide liegen jeweils bei 25 Euro. Ich mag französische Rotweinfässer und beide haben mich interessiert und der Tamnavoulin kam jetzt relativ neu auf den Markt. Da habe ich mir gedacht, aha, schnappst du dir die beiden mal und vergleichst sie hier im Video, weil es vielleicht durchaus interessant ist, welcher der beiden ist der bessere oder sind beide gut, gönnt man sich beide, je nachdem. Ja, also ich werde sie heute beide mal verkosten und mal schauen, wer hier die Oberhand gewinnt. Ja, Glenmorangie ist sehr breit aufgestellt mit ihren Abfüllungen, mit Altersangabe. Ohne Altersangabe bei den No-Age-Statements sind es meistens Whiskys im Bereich der Finishes. Da gibt es durchaus verschiedene, aber auch Whiskys mit Altersangabe sehr einfach gereift. Ja, das sind milde Whiskys, aber man gibt es preislich positiv weiter und man ist bei Glenmorangie eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Sie haben sogar eine rauchige Abfüllung am Start. Der ist, wie gesagt, in diesen französischen Cabernet-Fässern nachgereift. Leider trägt er keine Altersangabe. Und man weiß auch nicht, wie lange er gefinisht wurde. Ich habe den Whisky in der Brennerei selbst schon probiert, da hat er mir sehr gut gefallen. Es gab ihn die ganze Zeit nicht auf dem deutschen Markt. Irgendwann 2020 kam er dann doch und ich habe mich gefreut. Ja, da rieche ich jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, ein Finish. Mal gucken, ob der in dieselbe Kerbe schlägt wie die anderen Nachreifungen. Das sind halt Whiskys für Einsteiger, ne? 25 Euro. Was will man da tatsächlich effektiv großartig erwarten? Aber ja, es gibt tolle Sachen von Glenmorangie. Ich mag die Whiskys. Also hier ist die Fruchtnote tatsächlich sehr im Vordergrund. Ist aber schwer zu greifen, nach welcher Frucht er riecht. Man kann es pauschal titulieren als rote Früchte. Die Frage ist, was sind das für rote Früchte? Weintrauben würden da liegen. Schwierig. Schwer zu greifen, die Fruchtnote. Ja, Weintrauben, die lilafarbenen, könnte sein. Könnte aber auch ein bisschen in die Richtung Erdbeer gehen. Ist auch eine leichte Säure mit am Start. Man könnte auch sagen, rote Johannisbeeren. Ich kann es aber schlecht rausriechen, weil es einfach so ein Potpourri ist. Der riecht rotfruchtig. Dahinter eine angenehme Malznote, die habe ich ziemlich oft bei den runterverdünnten Glenmorangie Whiskys. So eine leichte Würzigkeit vom Holz da, die Eiche an sich ist da und die gibt so einen leicht trockenen Impact, würde ich jetzt mal sagen. Er ist sehr rund, er ist sehr gefällig, er ist sehr leicht, es ist ein klassischer Einsteiger-Whisky, aber hier riecht man das Finish schon mal deutlich, aber sehr angenehm. Ja, Tamnavoulin, ebenfalls eine Brennerei in der schottischen Speyside, er ist, was die Abfüllung betrifft, nicht ganz so breit aufgestellt wie Glenmorangie, sage ich mal ganz einfach, weil die letzten Jahre nicht unbedingt der Fokus bei Tamnavoulin auf den eigenen Single Malt Whiskys liegt. Jetzt aktuell gibt es ein paar Abfüllungen, auch die schlagen in diese Nische Einsteiger rein mit verschiedenen Finishes, mit verschiedenen Verheiratungen und der hier kam, wie gesagt, relativ neu. Offiziell steht drauf Red Wine Cask Edition. Und der ist kein Finish in Cabernet Sauvignon Fässern, sondern eine Verheiratung aus Ex-Bourbon Fässern und eben diesen Cabernet Sauvignon Fässern. Auch hier 40 Volumenprozente. So Flaschenoptik kann ich mich jetzt nicht durchringen, irgendwie einen Gewinner zu titulieren. Die Glenmorangie Flasche kennt man. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an die klassische Standard Liquor Bottle. Also designtechnisch geben sie sich nicht viel. Der ist auf jeden Fall auch gefärbt und ein Ticken dunkler gefärbt als der Glenmorangie. Oder hier hat einfach der Wein an sich ein bisschen mehr Einfluss hinterlassen.
Riecht sehr vergleichbar zum Glenmorangie. Auch hier habe ich diese Würzigkeit, die leichte Eichenholznote mit einer leichten Trockenheit. Hier ist die Fruchtigkeit ein bisschen hintergründiger. Was man hier tatsächlich riecht, das ist die Hefe. So wie wenn es riecht, wenn man in der Whiskybrennerei unterwegs ist, man riecht mal in so eine Washbag rein und hat eben diesen Geruch von der Vergärung. So riecht es. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen Brennereicharakter, dass man das bei Tamnawulin so deutlich riecht, weil ich hatte das in nahezu jedem Tamnawulin drin. Und hier eben auch. Sehr deutlich diese Hefe. Ist ein bisschen spezieller, aber auch der ist rund, harmonisch, ausbalanciert, ähnlich wie der Glenmorangie. Jetzt beim Glenmorangie kommt noch so eine gewisse Säure mit dazu. So eine unreife Fruchtnote erinnert mich ein bisschen an so unreife Stachelbeeren. Also der Glenmorangie ist deutlich auf der Fruchtseite. Und der Tamnawulin hat dieses markant Hefige. Na, von der Nase gefällt mir der Glenmorangie einen Ticken besser. Den probiere ich jetzt auch als erstes. Slange. Weich und angenehm im Mund. Direkt eigentlich ein Stich Eiche präsent, mit einer leichten Würzigkeit, aber auch mit einer leichten Trockenheit. Es ist so eine gewisse Fruchtnote da, die diese Beerenrichtung mal so kurz anstreichelt und auch eine leichte Süße mitbringt. Malzig ist er ja auf jeden Fall. Aber auch hier, also da passt der Geschmack zur Nase. Er ist sehr mild, er ist sehr ausbalanciert. Er hat von allem so ein bisschen was, ohne dabei zu intensiv zu werden. Es ist einfach ein klassischer Einsteiger-Whisky. Hinten raus wird es ein bisschen trockener, die Eiche wird markanter. Was auch logisch ist, weil diese Cabernet-Fässer sind aus französischer Eiche gefertigt. Die französische Eiche an sich ein bisschen grobporiger. Der Spirit kann tiefer ins Fass eindringen und kann folglich auch in kürzester Zeit relativ viel Holz daraus holen. Und das äußert sich hier eben in der leichten Trockenheit. Auch in der leichten Bitterkeit. Aber ohne zu bitter, ohne zu trocken zu werden. Man hat auch nur leicht diese Beerenfruchtigkeit. Schön. Durch mal einen Schluck Wasser. Also irgendwie finde ich diese Hefenote spannend. Aber die spricht mich jetzt an, weil ich schon unfassbar viele Whiskys probiert habe und so eine dominante Hefenote noch nie hatte. Man muss sich jetzt natürlich fragen, was gefällt einem Einsteiger besser, denn an die richtet sich der Whisky oder die Whiskys. Und das könnte hier eine Ecke und Kante sein, die vielleicht doch nicht so gut ankommt. Mir gefällt sie. Aber die Frage ist, wie gefällt es der Allgemeinheit? Und an die richten sich diese beiden Whiskys. Slange. Der legt tatsächlich sehr, sehr fruchtig direkt los. Aber jetzt nicht diese rote Beerenfruchtigkeit, die man erwarten könnte, sondern eher klassisch Speyside Apfelbirne mit einer gewissen Fruchtsüße. Unterschwellig diese roten Beeren. Ganz unterschwellig. Was man hier auch schmeckt, ist dieses Hefige, dieses leicht Bittere von der Eiche, das der auch hat. Und ein bisschen was Herbmalziges. Also sie sind sich nicht allzu fremd. Sie riechen ähnlich, der eine hat halt ein bisschen mehr Hefe, der andere ein bisschen mehr Frucht, aber sie sind vom Grundcharakter sehr, sehr vergleichbar. Und ich muss sagen, geschmacklich gefällt mir der Tamnawulin besser. Oh, die Würzigkeit jetzt wird jetzt wieder stärker. Also der verändert sich von Mal zu Mal, ne? Mal ist er rot, bärig, fruchtig, dann ist er doch wieder säuerlich, frisch, fruchtig, dann wird er doch wieder würziger. Also auf seine Art und Weise doch komplex. Der riecht die ganze Zeit gleich, mit der markanten Eiche, mit der Würzigkeit, mit der Hefe. Aber er hat im Geschmack ein bisschen mehr als der Glenmorangie. Infolgedessen, mein Sieger dieses Whisky Battles ist klassisches Unentschieden. Kann mich nicht entscheiden. Beide sind gut gereift, gut nachgereift. Klar sind sie nicht die komplexesten, deswegen richten sie sich bei dem Preis von jeweils 25 € auch an Einsteiger. Ich persönlich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Der Glenmorangie hat mir in der Nase besser gefallen, der Tamnawulin im Geschmack ist schwierig. Auf unterm Strich sind sie beide für Einsteiger gut geeignet, wenn man sich der Materie Wood Finish mal so ein bisschen nähern möchte, noch nie eine Nachreifung im Glas hatte und das Ganze eben mit französischen Fässern mal ausprobieren möchte, taugen sie beide, ja.
so für die Allgemeinheit besser tauglich ist wahrscheinlich der Glenmorangie, weil er keine Ecke und Kante hat. Er ist unheimlich ausbalanciert. Hier diese hefige Note im Tam Nar Vulin ist für mich so eine leichte Ecke und Kante, die vielleicht bei einem Neuling im Bereich Whisky nicht ganz so gut ankommen könnte. Unterm Strich kann man es aber beide probieren, wenn man jetzt nicht unbedingt schon Fassstärken aus diesen Fasstypen hatte. Ja, für etwas erfahrenere Whisky-Genießer sind sie wahrscheinlich nichts, aber im Bereich Einsteiger macht man mit den beiden nichts falsch. Von daher kann man es auch beide mal ausprobieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!